Man hat diese Euphorie in der Stadt gespürt. Und ich war schüchtern, war jung. Dass dieser Verein, diese Region auch dafür brennt, dritte Liga spielen zu können. Für sie ist es besser, wenn sie nochmal zu Hause bleiben. Sie brauchen noch ein bisschen. Ich bin echt erstaunt, so Menschenfänger und so. Danke für das Kompliment. Man muss Komplimente auch mal annehmen, gerade nee, wenn sie von dir kommen. Absolut. Das ist Ingolstadt, das ist Dresden. Ich zähle Mannheim dazu, ich zähle Osnabrück dazu, Saarbrücken, habe ich nicht vergessen, 60. Ja, 60 München. Und dann bin ich mal gespannt auf meinen alten Club MSV Duisburg, wie die Zielsetzung da aussieht. Wie mutig ist die Entscheidung des Vereins, Markus Anfang als Trainer zu verpflichten? Ich bin gespannt, wie er es meistert, wenn ein paar Spiele mal nicht so laufen, ob dann diese Sache im Prinzip mit der Impfung dann noch mal zum Vorschein kommt. Aber ich glaube, jeder hat auch irgendwo eine zweite Chance verdient, die soll man ihm auch geben. Von daher ist er auf jeden Fall eine Bereicherung für die dritte Liga, das ist keine Frage. Kommen wir zu Erzgebirge Aue. Rudi und Martin, ihr habt ja beide noch gegen Timo Rost gespielt. Was ist er für ein Typ? Ich glaube, er ist sehr besonnen und wird auch den Fokus dann wirklich total auf die Mannschaft legen. Das ist natürlich dahingehend ein interessanter Transfer, dass er von der Mannschaft, mit der er aufgestiegen ist, wechselt zu einem anderen Club in eine andere Struktur rein. Das heißt ja, dass man ihn da auch überzeugt hat, was Großes zu bewegen. Und daher muss er jetzt aber auch liefern. Also der Druck ist weitaus höher als da, wo er war. Das ist ein ganz besonderes Flair. Also ich glaube, dass man in Aue sehr früh die Bordsteine hochklappt, dass da auch nicht viel ist, dass aber diese Region, die Menschen dort, diesen Verein auch leben. Dass das einfach was ganz Besonderes ist, was Familiäres. Christian Neidhardt ist zurück in der dritten Liga. Der Druck, abliefern zu müssen, der ist schon auch speziell hoch in Mannheim, oder? Er hat es ja schon mal gemacht, aufzusteigen. Es ist ja nicht so, dass es ein unbekannter Trainer ist, sondern er hat schon mal geliefert. Und ich bin echt gespannt in Mannheim, ob er das dann besteht. Und dann hat Mannheim, glaube ich, sich erstens mit dem Trainer vielleicht ein bisschen verzockt. Ich weiß nicht, ob Neidhardt da von Anfang an so die 1A-Lösung war. Und die Transfers, die sie jetzt zuletzt gerade aus Rostock mit Riedel und Triple B gemacht haben, Bentley, Baxter, Bahn, waren dann schon sehr, sehr gute Transfers. Kommen wir zum ehemaligen Verein von Christian Neidhardt und damit zum neuen Trainer vom SV Meppen. Wofür steht Stefan Krämer? Stefan Krämer ist, glaube ich, bekannt so als Menschenfänger. Ich glaube, dass er jetzt nicht unbedingt, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen, und ich als Spieler habe nie unter Stefan Krämer gespielt, aber das, was man so hört, ist er jetzt vom Fußballerischen, vom Taktischen jetzt nicht der absolute Fuchs, wie es zum Beispiel Markus Anfang ist. Ich bin echt erstaunt, so Menschenfänger und so. Danke für das Kompliment. Man muss Komplimente auch mal annehmen, gerade wenn sie von dir kommen. Absolut. Zwickau geht ins siebte Drittliga-Jahr. Wird es das verflixte siebte Jahr für den FSV Zwickau? Nö, glaube ich nicht. Das ist eine Mannschaft, die sicherlich nicht den schönsten Fußball spielt, aber einen sehr, sehr effektiven Fußball spielt. Und ich habe da große Hochachtung davor, dass man das Jahr für Jahr immer wieder schafft, die Saison so durchzuziehen. Das mache ich jetzt wirklich ungern, da eine andere Meinung haben, aber ich glaube, dass Spieler wie Ronny König, den ich unglaublich schätze, gegen den ich gerne gespielt habe, aber jetzt auch langsam in einem Alter ist, wo es dann nicht mehr reicht. Und ich glaube, dass dieses siebte Jahr wirklich zum verflixten siebten Jahr für Zwickau werden kann. Der Hallische FC geht schon ins elfte Drittliga-Jahr. Ist der HFC die graue Maus der dritten Liga? Auch da muss man sich irgendwann die Frage stellen, was wollen wir? Wollen wir weiter nach oben? Wollen wir irgendwann die zweite Liga angreifen? Da musst du aber wahrscheinlich auch den Etat wieder erhöhen. Da musst du zusehen, dass du Spieler wie Beuth im Winter, wie Eberwein jetzt, wie Elias Huth nicht abgibst. Oder du holst qualitativ was Neues. Und das haben sie nicht gemacht. Aber das Beispiel Beuth zeigt ja auch, dass man diesen Abgang, wo alle gedacht haben, oje, wie soll man den kompensieren? Das war ja der Spieler überhaupt. Man hat ihn gut kompensiert und man hat nicht den Einbruch erlitten, wo alle dachten, oje, jetzt geht gar nichts mehr ohne den. Ne? Und ich glaube, dass das auch eine Qualität des Vereins ist, sowas auffangen zu können. ORWE. Wenn ich zurückdenke an Rot-Weiß Essen, was ich da für Berührungspunkte habe, dann weiß ich noch, dass damals Benno Müllmann zu mir gesagt hat, es war mein erstes Auswärtsspiel in der zweiten Liga. Und ich war schüchtern, war jung, bin nach Fürth gekommen und er hat gesagt, Martin, wir spielen jetzt in Essen. Für sie ist es besser, wenn sie noch mal zu Hause bleiben. Sie brauchen noch ein bisschen. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut, was da los ist und auf was man sich einstellen muss, wenn man in dieses Stadion fährt. Simon Engelmann in Essen, es ist ja so der Regionalliga-Stürmer gewesen, der überall immer wieder getroffen hat.
Und ob er vielleicht dieses Schicksal von Simon Terodde, dem wir alle so diese Bundesliga-Qualität absprechen und ihn als Zweitligaspieler sehen, das muss ein Engelmann jetzt halt in Essen in der dritten Liga nachweisen, dass er auch in der dritten Liga eine Liga höher treffen kann. Oldenburg mit Trainer Fossi. Worauf können wir uns da freuen? Man hat diese Euphorie in der Stadt gespürt, dass dieser Verein, diese Region auch dafür brennt, dritte Liga spielen zu können. Aber die meisten Neulinge haben in der ersten Hälfte eigentlich immer noch die Kraft. Ja? Mhm. Und dann, wenn es in die zweite, wenn es an die Substanz geht, so, und dann, so wie es Berlin ja dann auch gegangen ist, dann geht der Weg halt dann eben nach unten. Ja? Martin, Trainer von Bayreuth ist Thomas Kleine, mit dem du in Fürth zusammengespielt hast. War das damals schon absehbar, dass der mal Trainer wird? Der war Kapitän in der Fürther Mannschaft damals. Es war ein Spieler, der von hinten raus das Spiel gesteuert hat, der dafür gesorgt hat, dass das Gesamtgefüge passt und funktioniert. Er hat damals in der zweiten Liga als Innenverteidiger zwischen 8 und 10 Toren gemacht, Kopfballtore. Hatte, glaube ich, in der Saison 2 Nasenbeinbrüche und 2 Jochbeinbrüche. Und daran siehst du, glaube ich, ganz gut, was für ein Typ er ist. Ich habe irgendwie ein gutes Bauchgefühl bei Moussa Doumbouya, den Ingolstadt jetzt aus Hannover geholt hat, 24 Jahre. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass er eine andere Facette ins Offensivspiel reinbringt, weil sich viel auf den Namen Testro konzentriert. Also eine Personale, die ich tatsächlich interessant finde, ist die Personalie Kleefisch. Also das ist ja der große Bruder, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, war wirklich ein herausragender Spieler, bei Viktoria Köln wechselt und sein kleiner Bruder quasi den Platz von ihm einnimmt. Und die Story dahinter, dass er bei der Vertragsunterschrift dabei war und der kleine Bruder ja auch dann irgendwo den gleichen Weg gehen will wie sein großer Bruder. Das finde ich eine schöne Geschichte, weil ich auch glaube, dass er das Zeug dazu hat, das zu schaffen. Ich glaube, alles in allem freuen wir uns einfach auf die Saison, auf die dritte Liga, dass es jetzt endlich losgeht. Absolut. Und dass es ein spannender Aufstiegskampf wird mit vielen tollen Vereinen, vielen tollen Facetten. Mit vielen Zuschauern, ja. Mit tollen Kollegen. Absolut. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.